Was geht denn? Wir sind zurück bei Chrono Trigger. Auf der Suche nach einer mysteriösen Truhe. Ich bin mir sicher, hier war irgendwo eine. Zack, weg. Zack, weg. Zack, weg. Und weg, und weg, und weg. Ah, da fuck. Im Kreis gelaufen. Wow, wow, wow. Ha! In deine Gesicht? Ja. Weg. Schön. Sauber. Weiter geht's, Freunde. Ah, toll. Leck mich doch. Schnauze voll, wir gehen zum Melchior. Wenn wir den Weg finden. Miau. Bam, badam, bam. Badiu. Melchior war in Medina, ne? Ja, möchte ich. Bing, bing, bing. Ja, so war das ja. Immer wieder herrlich. Melchiors Hütte. Diese Waffe stellt beträchtliche Macht dar. Eure Handlungen können entweder Leben zerstören oder es retten. Führt das Schwert im Bewusstsein der Konsequenzen. Ja? Gerne. Na komm. Aber es hieß doch, geh zu Melchior. Oder nicht? Ja, jetzt haben wir ein Problem. Es hieß, geh zu Melchior. Oder wir gehen jetzt zur Protokuppel. Also haben wir doch kein Problem. Waldruinen. Aha. Das Amulett beginnt zu erstrahlen? Was passiert? Was passiert? Oh, da fuck. Oh, da fuck. Das Siegel wurde gebrochen. Ich gebe euch den Schatz des Gurus der Vernunft. Rechts ist eine Waffe, die eure Kraft erhöht. Links ist eine schützende Rüstung, die euer Leben retten kann. Wählt, was immer ihr möchtet und nehmt es. 13.000 Jahre waren eine lange Zeit, Balthasar. Ich brauche euch in Kürze. Oh snap, ich möchte beides. Ich nehme die Waffe, natürlich. Ein Schlucker erhalten. Oh, okay. Man soll sich ja nicht, ne? Ja, okay, gucken wir mal nach, wer es,
97 habe ich auf 139. Alter Schwede. Todesfinger. Alter Schwede, wie gesagt, Geschwindigkeit plus 3, halt mal dein Maul. Alter Schwede. Geile Scheiße, mehr sag ich dazu nicht. Ehrlich. So. Wohnhaus. Wohnhaus der Irms. Bam, 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 bam. Wow. Ich will nicht, dass das Spiel zu Ende geht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich bald durch bin. Ich kann mir das echt nicht merken. Ich bin da... Ich versuch's aber auch erst gar nicht. Ich bin da ehrlich, okay? So. Da wären wir wieder. Oh Gott, muss ich dann auch wieder dieses blöde Rennen fahren? Okay. Nee, die Fabrik muss ich dann nicht nochmal. Labor 32, ich will nicht gegen... Ach komm, Spacken. Nimm diese Düsenmaschine und kneifen gilt nicht. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ich würde sie ja gerne nehmen. Das haben sie echt... Fick dich, Johnny! Haha, im letzten Augenblick! Haha! Geil! Ah, super. Du schlägst mich? Unglaublich, aber ich werde viele Revanchen haben. Komm nur und wir rasen, Baby! Baby, yeah. War's das? Ja. Ich suche jetzt jede Kuppel ab nach, Kanalisation suche ich vielleicht nicht ab. Oder war da unten auch, ihr wisst schon. War da unten auch so eine Tür? Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Also die Kämpfe dürften hier jetzt auch nicht so lange dauern, weil ich ja inzwischen ungefähr eine Trillion mal stärker geworden bin. Und ja, ich mache auch keinen Lärm. Außer, dass ich laufe. Ich versuche Kämpfe zu vermeiden. Damit ihr euch nicht so... Ach, scheiße. Sorry. Sorry, babe. Alter Chrono, ey. Heftige Scheiße. Das Stärke. Geht nochmal zurück und betätigt den Schalter. Welchen Schalter? Wo? Verarscht mich doch. Ja, okay. Hätten wir uns sparen können. Ja, 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 where, where?
Queso. Ich würde so gern dieses Haustier streicheln. Aber ich mache es nicht. Denn ich kann mich zusammenreißen. Oh yeah. Das ist wichtig, dass man sich zusammenreißen kann. Ein bisschen. Ach, es Kuppel. Los, kommt. Zeigt mir euer Siegel. War hier kein Siegel? Wie gesagt, ich versuche den Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Ach, scheiße. Ich weiß echt nicht mehr, wo überall diese Türen waren. Ich weiß nur, dass Chrono halt mega abgeht. Was ich ziemlich geil finde. Ach, fuck! Fuck, 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 fuck. Alter, macht er jetzt immer Doppelschlag oder was? Fehlgeschlagen, Ficker. Yay, 52 Erfahrungspunkte, Heilung erhalten. Ah, da sind hier Dingstars. Ratten. Dort sind Ratten. I repeat. Ratten. Wow. Scheiße. Hätte ich mir auch sparen können, den Weg. Egal. Na komm, machen wir die ihm fertig, was soll's. Was soll der Geiz? Oh, er ist so stark. Oh. Er ist so krötig. Sie ist so lila an. Oh. Lila Haaren. Haaren. Chrono wird aufgestuft. Sauber. Sauber. Hey, komme ich nicht von hier? Okay. Ach, hier unten. Ja, entschuldigt. Ist aber auch ein bisschen doof gemacht, ne? Zack. Ihr könnt mich mal. Ah, verpiss dich. Dich brauche ich nicht mehr. Oh. Ich habe schon überlegt, was ich denn als nächstes mal spielen könnte. Eine Überlegung war, ich spiele mit euch Meat Boy, Super Meat Boy. Vielleicht merkt ihr das, ich bin ja eigentlich ein recht ruhiger Spieler. Okay, auch keine beschissene Tür. Aber dieses Spiel hat es als erstes überhaupt geschafft, mich so wütend zu machen, dass ich ernsthaft meinen Controller weggeschmissen habe. Also, wirklich, da raste ich aus. Ich glaube, da rastet jeder aus. Jeder, der sagt, oh, Super Meat Boy kann ich auch spielen, ohne auszurasten, lügt. Er lügt einfach. Das ist von einem, also einer von den Leuten, die auch jetzt Isaac Rebirth gemacht haben. So. Und noch ein anderer Typ.
Ja, ich hab's nicht so mit Namen. Eigentlich hab ich's mit gar nicht. Egal. Und das Spiel macht einen halt echt so aggressiv. Labor löst. Oh, 16. Ja, komm nur her, du Mutant. Kein Problem für mich. Bam. Wenn man da jetzt einmal lang geht, ne, und da halt schon vor ein paar Folgen war und sich überlegt, wie man da sich durchkämpfen musste und jetzt ist das halt einfach nur noch ein Schlag. Und das war's. Ja, okay. Zwei Schläge und es zieht einem nur noch 10 ab, was einem mittlerweile so gut wie gar nicht mehr stört. Berti, hallöchen. 22 Erfahrungspunkte, ein Tagpunkt, 30 Gold erhalten. Gewitter? Höre ich da Gewitter? Ah. Das Blending. 42 Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte, 150 Gold erhalten. Ah. Weg. Weg. Ui. Ich find's super. Wie stark wir geworden sind. Und es kommt mir vor, als hätten wir erst gestern angefangen, dieses Spiel zu spielen. Das ist... It's magic. It's einfach magic. Wie schnell die Zeit doch vergeht. Sorry. Ach ja, die waren ja ein bisschen gefährlich. Sorry, ich habe mich vertan. Ja, ein bisschen Hentai muss sein. Ja, heilt euch. Das heilt euch auch zweimal. Auch das wird nichts bringen. Und Chrono. Oh yeah. 62 Erfahrungspunkte, 4 Tech-Punkte, 140 Gold erhalten, Ether erhalten, jawoll. So sieht's aus. Wo war denn hier der Ausgang? Okay. Schnauze voll hier. Gewitter! So geht das hier ab. Ah, 64 Erfahrungspunkte, 4 Tag-Punkte und 165 Gold erhalten. So geht das hier ab und so wird auch die Folge beendet. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.